geringer ausfällt, er schneller gepackt wird. Das ist der einzige Überraschungseffekt bei solchen Jump-Ins, die mit weniger Blocks dann verbunden sind. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist aber er macht das halt vorher, so vorher oft und er hat so oft danach auch gefressen oder auch wenn er nicht gefressen hat, er verliert einfach sein Momentum. Es ist scheiße, einfach nur scheiße. Ich meine, Crouch, Jumping Hard Punch versetzt den Gegner auch in so viel Blocks dann, dass er mit ihm spielen kann. Er kann kurz rein, also er springt ihn an. Jumping Hard Punch. Der Gegner ist so lange in Blocks dann, dass... Nico, ja? Ich will nur was testen gleich. Wenn ein Fight kommt bei dir, sag es bitte mal. Ja, ich hab schon gestartet. Ich will nur, ja, okay. Ich will nur gucken, was für eine Verzögerung wir haben. Mit dem Teamspeak oder ähnliches. Ach so. Okay. Und noch kein Fight gehabt? Match läuft bei dir schon, oder? Also doch, bei mir läuft schon, ja. Achso, sorry. Ja, okay, und ich wollte eine Überzögerung kurz, weil wir jetzt gestern das nicht so getestet haben. So. Ist egal, bei der nächsten Runde. Dann sagst du gleichzeitig. Ja, nee, ich kann doch hier auch einfach abrechnen. Ich meine, das ist ja hier. Na, ist egal, komm. Ja, okay, gut. Ich wollte nur die Verzögerung. Ja, ist ja die erste Sendung, da braucht man jetzt nicht. Jetzt ja, sag ich mal, auf allzu viel zu erwarten. Es ist, du probierst halt, wir probieren halt noch rum. Warte, hier steht. Oder besser gesagt, du probierst halt noch rum. Im IRC gerade. Warte mal, ich muss das kurz. Was denn? Auf den Mann sieht man. Achso, momentan sieht man Luigi, aka Pardo. Aber wer ist die andere Stimme? Wir lösen das mal kurz auf. Was? Nicht, dass sie dich trollen, Mann. Pass auf. Wer hat das geschrieben? Erstmal, wer hat das geschrieben? Das ist Shin. Ich habe gerade ein Bild von dir noch eingefügt. Lass dich nicht trollen. Nein. Da ist er. Nein, weil eigentlich bist du ja, da steht's ja, der andere ist Shin, aka Nico. Andersrum eigentlich. Okay, na gut, dann können wir weitermachen. Ja, okay, wir haben uns ja gar nicht vorgestellt. Genau, soll ich dir jetzt sagen, wann mein Match hier anfängt? Ja. Ja? Nein? Ja, genau, mach das mal. Du startest das Match und dann okay, also ich hab jetzt auf. Moment. So. Ich hab jetzt auf Ja gedrückt, Replay starten. Da ist ein Ladeschirm. Destination confirmed. Mhm. Und es geht los. Gereicht? Lange? Kurze Verzögerung. Als wir gesagt haben, es geht los, war schon Fight bei dir? Ja, ja. Das war bei mir eine kurze Verzögerung. Liegt jetzt an Teams? Gestern nicht so, ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass eigentlich gar nicht mal so ein Nachteil ist, weil dann wir labern quasi schon mal vor, ja, genau, und dann kommt diejenige Situation, die wir besprechen, weil wir die ja schon sehen, richtig. Kommt die im Stream verzögert. Perfekt. Und dann wissen die Leute erst recht, was abgeht. So ein ungewolltes Feature. Yeah. Fight Club NRW Only Feature. Genau, ja gut, nee. bei 28.000 Zuschauern dann. Ja. 28 haben wir jetzt. Yeah. Das erste Mal nicht schlecht. Ja, wo waren wir denn, oder wo warst du denn eben stehen? Ja, wir waren beim Jumping Hard Punch. Dass ja. Es überhaupt keinen Sinn ergibt, in sehr vielen Situationen, mit was Leichtem jemanden anzuspringen. Vor allem nicht einen Boxer, ich bitte dich, ey. Und vor allem nicht, wenn es ein Safe Jump ist. Ne? Wenn du geil spielst Safe oder Jumping. Sagat. Wie bitte? Wenn du geil spielst oder Sagat, dann hast du ja nichts anderes für ein Cross-Up. Wenn du geil. Ja, okay, das stimmt. Gut, das ist klar. Was anderes, ne? Also, wir wollen es ja natürlich. Ja, natürlich. Also, geil. Ich meine, als geil hast du ja echt nichts anderes. Warte, ja. Lass mich kurz überlegen. Nee. Cross-Up, der einzige Cross-Up, der vernünftige Cross-Up ist halt der Jumping Light bei geil, genau. Und bei Sagat ebenfalls. Er hat höchstens noch, hat Sagat den Jumping Hard Kick. Aber der geht auch nur gegen ganz bestimmte Charaktere. Ja. Also, spricht nicht gegen alle als Cross-Up. Und sehr schwer. Also. Eigentlich eher, ja, nicht matchtauglich so. Dictator hat viele Cross-Ups. Ne? Dictator, der hat, ja, der hat halt seinen Mid-Kick, seinen Hard Punch und ja. Ich glaube, das war's. Ich bin mir jetzt auch nicht so sicher. Low-Kick, glaube ich, auch noch. Low-Kick kann auch sein, kann auch sein, ja. Na egal, Hardkick kann er auch, aber in der Ecke. Ja, stimmt. Genau. Aber ich glaube, in der Ecke können generell, also was heißt glaube ich, ich weiß es, also generell in der Ecke können weitaus mehr Charaktere mit ihren harten Schlägen, Tritten, Cross-Ups erzielen, wie jetzt mit Screen.
und so weiter. Ja, aber wie auch immer, wir waren ja stehen geblieben beim Jumping Hard Punch von Rio. Die Vorteile, ganz einfach, mehr Blockstun. Rio landet, Gegner ist immer noch im Blockstun. Er kann mit ihm spielen, im Sinne von entweder, sobald er landet, macht er einen Crouching Light Punch oder einen Crouching Light Kick, zwingt ihn damit unten zu blocken mit dem Crouching Light Kick. Oder er verzögert das Ganze direkt, sprich der erste Crouching Light Kick oder der Crouching Light Punch ist verzögert, sprich er baitet einen Crouch Stech. Ja. Weißt du? Ne? Und countert ihn quasi dadurch und setzt dann seine Combo fort. Also Hit confirmed den Scheiß. Obwohl großartig Hit confirmed braucht man dann in so einer Situation nicht, weil nach dem Crouching Light Kick, wenn er vor allem als Counter trifft, kommt ja eben Crouching Light Punch, Light Punch und dann SRK, das sieht man ja, das ist kein großartiges Hit-Confirm, das ist Pillepalle, ist das. So. Ja, und er kann halt mit ihm einfach spielen, er kann ihn unheimlich unter Druck setzen. Allein mit dadurch, dass der Jump-In so viel Blockstun verursacht. Er kann, ja, das waren jetzt schon mal zwei Sachen, die er machen kann. Dann kann er das Ganze halt nochmal mit Wurf. Er kann seinen Wurf kurz delayen und dann packen, sprich, er baitet wieder seinen Couch-Stech und wirft ihn dann. Oder er macht halt einen obligatorischen Tick-Throw, Crouching Light Punch, Wurf. Oder verzögert das Ganze, macht zwei Crouching Light Punches, einen Crouching Light Kick und wirft ihn dann. Er kann einfach, ja, du merkst ja selber, oder? Ich meine, du spielst ja selber nicht mehr Rio, aber du merkst ja selber, was da für Möglichkeiten sich eröffnen. Ja. Allein durch den Blockstun. Und und überleg dir mal. Vergleich das mal jetzt mit einem angesprungenen Low-Kick. Da hast du nichts von. Nein. Das Einzige, was du da hast, ist entweder direkt werfen für den Überraschungseffekt oder einfach wieder blocken. Weil wenn er dann was raushaut... Wir können dann, ja darauf achten, dass bis jetzt immer, wenn er das jedes Mal macht, was dann passiert. Was Shinjo da gemacht hat danach. Eben auch hat er, glaube ich, einmal getroffen und danach hat er... Ja, ja, Shinjo, Zeit muss verloren. Man auch sagen, hat in dem Match auch einiges verkackt. Ich denke mal, das kommt eher dadurch, weil er halt ziemlich oft gegen Selig spielt. Und ihn, ich sag's einfach mal, so wie ich denke, wie es sein wird, dass er ihn einfach nicht mehr so ernst nimmt, denke ich mal. Weil, ja, ich denke mal, Shinjo probiert auch einige Sachen aus. Ja, okay, kann auch sein, ja. Wenn Shinjo so spielen würde, wie er eigentlich in einem Turniermatch spielt, so wie man ihn kennt, sprich, ja, extrem turtelhaft, extrem ein auf lame, also man kennt ja Shinjos Boxer, dann... würde Selig auf jeden Fall weniger Land sehen, bis gar kein Land sehen. Aber gut, Selig meint auch selber. Soll nicht zusammen zu ihm sein. Ja, hier hätte er auch die Super wieder. Oder hätte er hier nicht doch, nach den Light Shuriken? Hätte er die Super, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher mit. Ich hab's gerade wieder nicht. Naja. Ich muss mir das angewöhnen. Hier schon wieder. Wenn ich rede, dann gucke ich zwar aufs Bild. Ja, aber klar. Ich auch, ich höre dir zu und ist doch ganz. Okay, wir achten jetzt nur auf Jellix. Wir haken immer noch drauf rum, ja? Auf Jellix Jump-Ins mit Light Kick. Okay? Ja, auf das und auf seinen generellen Pressure. Okay, da schon wieder. Da schon wieder. Was war das bitte? Das war ein Crouching Light Kick, Crouching Light Punch. Und danach war dann nichts. Der nächste. Ja, da war wieder sein, ja. So, guck mal da, in der Input-Leiste hast du uns gerade gesehen. Selig ist aufgestanden, hat nur einen Light Punch gemacht. Wieso ein Light Punch, verdammte Scheiße? Mach doch wenigstens den Light Punch mit dem Crouch-Stech zusammen. Sprich, auch wenn Wurf hätte kommen können, dass er ihn wenigstens hätte tätschen können. Anstatt nur einen stinknormalen Light Punch. What the fuck? Das ist einfach nur wieder so ein Bad Habit. Einfach nur schlechte Angewohnheit. Die halt Leute wie Shinjo und Co. Gnadenlos ausnutzen. Gnadenlos, die sehen das, ne? Die deswegen können noch besseren Spieler gegenüber den etwas schlechteren, die auch so teilweise leicht vernichten, wo man echt denkt, boah, da habe ich ja echt noch einiges zu lernen, weil einfach diese schlechten Angewohnheiten von manchen Leuten, die werden die in einem Match einfach nicht los. Ich will jetzt gar nicht davon anfangen, dass die entsprechenden Leute Monate für brauchen, bis sie diese schlechten Angewohnheiten loswerden, aber egal. Ja, das geht jetzt nur. Das aber, ja, fällt mir ja auch auf. Ich habe auch doofe Gewohnheiten. Das ist immer ein Beispiel. Ja, klar, bei Rufus dir ist halt immer versuche, mittendrin zu werfen und bam, kassiere ich. Ja, bei dir, also wenn ich gegen dich spiele, weiß ich von vornherein schon, wenn man dich unter Druck setzt, bist du am Arsch. Ja, ja. Ganz einfach. Du bist einfach am Arsch, du kommst nicht klar damit.
Das könnte jeder mittelskilled und highskilled Spieler, der dich ein paar Mal spielen sieht, wird das sogar direkt erkennen. Er braucht nicht mal gegen dich zu spielen. Er sieht das einfach. Und das sagt eigentlich schon alles. Da musst du auf jeden Fall dran arbeiten. Okay, Selig ist da teilweise ein bisschen ruhiger als du. Also er haut jetzt nicht so die... Also er ist jetzt nicht der SRK-Masher. Also man hat auch schon schlimmere Rios gesehen in dem Fall. Aber ja, es mangelt halt woanders bei ihm. Und ja, wir haben ja genügend Punkte jetzt mittlerweile schon angesprochen. Also wenn er sein Pressure-Game, und sein Poking-Game, vor allem sein Poking-Game gegen Balrog, verbessert, dann wird den Skill, den Wachstumsanstieg von seinem Skill auf jeden Fall enorm spüren. Vor allem gegen Shinjo, weil ich denke mal, die spielen halt oft miteinander und dann wird er schon enorm merken, was das ausmacht. Was allein der Pressure nach einem erzielten Knockdown, was meistens ja der Sweep ist, was der alles anrichten kann. Auch wenn er nicht durchkommt, auch wenn er mit dem Pressure danach, wenn er ihn anjumpt, Ambiguous Jumping, Hard Punch, Cross-Up, Tatsu, auch wenn er damit nicht trifft, sprich, auch wenn Shinjo alles blockt, egal, er hat immer noch das Momentum. Und darum geht's ja. Er hat Momentum und er ist weiter noch am Zug. Er bestimmt das Spiel. Er bestimmt weiterhin das Spiel. Ja. Guck mal, was macht er jetzt? Er steht... Okay, hat getroffen. Ja, aber war klar. Ja der Shuriken hat weil getroffen. Er, gut, weil er halt gedacht hat, auch ich habe eh die Leiste und kann canceln. Aber wenn er zu weit ist im Pferde, kann er den auch nicht mehr. Ja, aber das war der mittlere Shuriken. Okay. War das nicht Leitmatch? Da bin ich auch nicht drauf. Gekommen. Ja, das sah mir nach mittleren aus. Aber ist eigentlich auch Jacke wie Hose jetzt, weil... Genau. Ja, okay, da war die... Guck mal, direkt Schuss. Ausgenutzt. Das war wieder so ein Paradebeispiel. Shinjo hat direkt quasi, er hat ihn innerhalb paar Sekunden, ne, seine schlechte Angewohnheit, kurz gelesen, okay, er hat einen Random SRK rausgehauen, davor hat er auch einen rausgehauen. Was wird wohl als nächstes kommen? Höchstwahrscheinlich ein SRK. Also spiele ich lieber kurz passiv, verpiss mich kurz und punish ihn dafür. Auch wenn er ihn jetzt nicht gemacht hat, wäre Shinjo weiterhin auf der sicheren Seite und hätte weiterhin das Momentum, weil er ja Ryu in der Ecke hatte. Ja, das war ich ja ganz am Anfang erwähnt. Hit Confirm, das muss er auch definitiv üben. Hit Confirm. Er dachte, was er jetzt auf jeden Fall machen wollte, wenn er jetzt alles getroffen hätte, von Anfang an, dann wäre es eine super geile Combo geworden. Aber hat er ja nicht. Aber der kann und er hat es wahrscheinlich zu spät erkannt. Wenn er EX Hadouken trifft, dann ist er ein Knockdown, dann kann er noch nichts mit dem Hard Punch machen. Das war gar kein X Hadouken, das war für mich normaler Hadouken into FADC und dann wollte er halt rein. Crouching Hard Punch, Shoryuken wollte er wahrscheinlich. Ich glaube, das war ein EX Hadouken. Und dann Shoryuken oder Tatsumaki? Ich habe eine Frage aus dem Publikum. Was ist mit Punish bei Boxer? Sprich, wenn was whifft oder geblockt wird. Ja gut, dann härteste Punish-Kombo, ne? Egal, wen du spielst. Würde ich sagen. Warte mal kurz, ich suche mir gerade das Hüppel nochmal raus. Ich habe hier einige, ich muss mir das... muss mir die Frage gleich nochmal stellen. Ja. So, wir starten wieder das Erste. Was war jetzt die Frage? Die Frage von... Sella Cello oder ne? Was mit Punish bei Boxer? Sprich, wenn was swift oder geblockt wird. Mit Ryu jetzt. Denke ich mal, spielt der Ryu? Ja, ich glaube schon. Ja, also oder generell. Ja, wie auch immer, mit Ryu ist es eigentlich ganz klar. Entweder du wirfst ihn direkt und startest dein Mix-Up, dein Ambiguous Cross-Up mit Jumping Hard Punch, Tatsumaki, wie auch immer. Genau, man kann oder auch werfen, wenn du richtig. Ne? Nur halt, man muss danach weitermachen. Genau, also ein Forward Throw, ne? Ja. So wie jetzt. Genau. Das ist das perfekte, weißt du? Guck mal wieder, Jumping Light Kick. Das war ja, jetzt wahrscheinlich schon. Ach, was erzähle ich denn da? Dreimal, vier, fünfmal. Ich habe gestern auch gegen ihn gespielt, hat auch viel Jumping Light Kick. Ja, das ist ein. Ja. Guck mal, schon wieder. Er hat getroffen. Ja, er hat getroffen, aber er hätte ihn mit einem Hard Punch hätte er mehr Blocks dann, mehr Hits dann verursacht. Er hätte ihn auf jeden Fall killen können, mehr Damage gemacht. Er hätte das Match schon für sich entscheiden können. Ja, wenn er getroffen hätte. Hat er ja auch, aber wenn er gewonnen hat... Enorm schlechte Angewohnheit. Ich weiß nicht, wo er da was hat und was er sich dabei denkt mit Jumping Lightkick, aber das ist echt... Nicht. Das musst du dir so schnell wie möglich abgewöhnen, Digga. Das geht mal gar nicht. Nee, ich bin ja, mit Punish dann... Genau, aber generell Punish. Er meint generell, was man Punish... Aber
Gut. Ja, wenn er was wirft, je nachdem, wenn er jetzt den Kick Rush Upper, also diesen